Lieber Monikarus, herzlich willkommen heute Abend hier auf dem doch unter erschwerten Bedingungen zu erreichenden Gutseinster Mühle. Schön, dass Sie es so zahlreich durch die Baustelle geschafft haben. Wir haben ja extra noch geschrieben, Zufahrt hier heute natürlich sowieso frei. Es ist mir eine große Freude, heute Sie hier zu dieser besonderen Ausstellung, zu diesem besonderen Abend im Namen der Stadt Stade, im Namen der Stadag Automobilgesellschaft, also der Familie Leuchtenberger und natürlich im Namen des Gutseinster Mühle, also der Familie Schlesses hier begrüßen zu dürfen, zu dieser wirklich besonderen und tollen Ausstellung. Und wir haben ja in den vergangenen Tagen so viel gemeinsam gestaltet und dann letztendlich zu diesem Ergebnis gebracht. Ich denke, Sie sind ja eingeladen, zu einem Abend sich das wirken zu lassen, sich ein bisschen verwöhnen zu lassen und unsere Gäste zu sein. Das freuen wir uns sehr. Ich möchte heute nicht ganz viel zu der ganzen Geschichte von Gutseinster Mühle erzählen. Es sind viele bekannte und vertraute Gesichter. Wer natürlich gerne was wissen möchte, darf mich herzlich gerne ansprechen. Vielleicht nur eins, das ist jetzt ja hier unser jüngstes Kind, also kein nicht das ganz jüngste Kind der Kuhstall, den gibt es schon lange hier auf dem Gutseinster Mühle. Wir haben ihn aber etwas modernisiert, so ein bisschen den Staub rausgebracht, sodass jetzt hier wir einfach unterschiedliche Veranstaltungen anbieten können und eben gerade heute die erste Kunstausstellung überhaupt in diesen Räumen mit Ihren Werken, Herr Karus, eröffnen dürfen. Das freut uns sehr. Sie haben eben im Vorfeld noch erzählt, ich soll bloß nichts über Fußball sagen, das habe ich auch nicht so. Das machen Sie schon und genau von daher möchte ich jetzt natürlich auch gerne das Mikrofon weitergeben. Ich freue mich, ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Abend. Lassen Sie sich inspirieren auf tolle Gespräche und ja, einen schönen Abend. Viel Spaß. Lieber Rudi, liebe Frau Karus, liebe Gäste, über Fußball möchte ich mich eigentlich auch ganz kurz fassen, eigentlich nur am Rande. Das Ganze ist ein Ausstellungsprojekt gemeinsam mit der Stadag, mit dem Gutseinster Mühle, dem Museumsverein und der Stadt. Sonst betreiben wir solche Ausstellungen meistens im Kunsthaus. Und das ist auch ein bisschen der Anknüpfungspunkt. Rudi Karus war mir persönlich natürlich ein Begriff, auch als Fußballer, als Kind, aus einem Verein aus Hamburg und er hat mich dann jahrelang nicht begleitet. Ich habe dann vor mehreren Monaten mal ein Fußballheft aufgeschlagen, 11 Freunde hieß dieses. Ich bin gleich fertig mit Fußball, keine Sorge. Und dort wurde auf eine Kunstausstellung von Rudi Karus hingewiesen, in einer ziemlich renommierten Hamburger Galerie Feinkunst Krüger. Ich bin dort hingefahren, wenige Tage später, habe mir dort diese Ausstellung angeguckt und dachte, das muss es sein, den Mann müssen wir ausstellen. Habe ihn dann kontaktiert. Wir haben uns dann bei einer Ausstellungseröffnung von Daniel Richters Malklasse im Kunsthaus auch kennengelernt, haben miteinander korrespondiert, immer wieder mal und haben eigentlich festgestellt, dass wir ihn eigentlich sehr zeitig ausstellen wollen. Das Kunsthaus war aber verplant. Das war das Problem. Wir hatten dort aktuell die Max-Pechstein-Ausstellung, hatten also keine Möglichkeit, ihn dort jetzt zeitnah unterzubringen und dachten dann, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit und gleichzeitig kannten wir diesen Raum hier, diesen ganz wunderbaren ehemaligen Kuhstall und habe das sozusagen mit Julia Steffens und Jens Schulte Steffens diskutiert und eruiert und die waren sehr schnell einverstanden, auch diese Ausstellung hier zu machen. Ja, und so ist das ganze Projekt ins Laufen gekommen. Wir haben dann uns die letzten Tage zusammen die Bilder ausgesucht, gehängt mit einer, wie Sie sehen werden, nicht alltäglichen Hängungsweise. Als Rudi Karus hier reinkam und gedacht hat, wir hängen die Bilder in die Mitte, war er erstmal erst irritiert. Aber er war dann auch sehr schnell beruhigt, kann man sagen. Ich glaube, es funktioniert ganz gut und das ist natürlich auch ein
echter Ritterschlag für die Kunst, wenn man die mitten in einem Raum hängen kann und diese Bilder sozusagen für sich auch sprechen. Das heißt, die Kunst ist wirklich der Doppelbegabung von Rudi Carus auch zu verdanken, der es wirklich geschafft hat, aus seinem Fußballerleben als Künstler ernst genommen zu werden, als Künstler auch wahrgenommen zu werden. Und seine Kunst wird auch wirklich in Hamburg viel gezeigt, auch international sind da so Sachen geplant, habe ich mir sagen lassen. Also das ist schon ein großer Sprung, den Rudi Carus sozusagen als Künstler auch gemacht hat. Ich möchte mich natürlich einmal nochmal bedanken bei der Firma Stardag. Herrn Leuchtenberger, seine Frau ist auch anwesend, bei Julia Steffens, bei Jens Schulte Steffens, bei meiner Mitarbeiterin Heide Rahmen-Wolczek, bei Thomas Hink und bei Ina Hildburg, die mich hier unterstützt haben und uns unterstützt haben, auch bei der Hängung, bei den Texten, bei der Pressearbeit. Und möchte gerne Herrn Professor Gerlach bitten, dass er uns in das Werk einführt. Herr Gerlach oder Herr Professor Gerlach ist Dozent für Kunstwissenschaft und philosophische Ästhetik mit einem Forschungsschwerpunkt Kunst und Revolution seit dem 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Welchen Bezug er dazu zu Rudi Carus dann aufbauen kann, das wird er gleich sagen. Er ist allerdings als Kurator auch im In- und Ausland von verschiedenen Ausstellungen bekannt und hat sozusagen das Werk von Rudi Carus auch dadurch sehr gut kennengelernt, ist ein sehr Kenner des Werkes von Rudi Carus. Ich möchte nun Herrn Gerlach bitten, uns etwas näher und tiefer in die kunstgeschichtliche Bedeutung des Werkes von Rudi Carus einzuführen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Schinter. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Das hat mehrerlei Gründe. Also beginne ich mal ganz klassisch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Frau Carus, lieber Rudi, auch sehr freue ich mich, dass einige mir wohl bekannte Wegbegleiter und Künstler aus Hamburg da sind. Ich werde Sie etwas quälen müssen, so 13, 14 Minuten. Ich finde, das sollte es wert sein, dass der Maler Rudi Carus mal in ein ganz anderes Licht rückt. Natürlich kommt kein Mensch, weder auch ich nicht, Sie nicht, ich nicht, um diese andere, auch hervorragende Karriere des aus. Aber ich habe mal versucht, was anderes zu machen. Ich habe Rudi Carus ganz anders kennengelernt. Erstens bin ich über Bilder gestolpert nahezu, die mir gefielen. Dann war ein sehr guter Freund, der eigentlich hier sein wollte, Michael Dörner, wo wir uns anlässlich dessen 50. Geburtstag wunderbar kennenlernen und unterhalten durften. Und ich kann auch Rudis Unwillen, wir dürfen uns duzen, ist mir auch eine Freude und Ehre, sehr gut verstehen, immer nur auf diese eine Seite hin wahrgenommen zu werden. Ich denke, es gibt eine ganz andere und deshalb werde ich auch im Folgenden mal eine ganz andere Geschichte versuchen. Ganz persönlich muss ich sagen, dass es mir insofern Freude und Ehre ist, als dass ich selber Fußball- und Handballtorwart war. Handball immerhin total professionell als Fußballtorwart für sozusagen bis zum 18. 19. Lebensjahr auch nicht so schlecht. Und Rudi Carus tatsächlich mein Vorbild war, nämlich lange Haare, ganz anders. Der Meier mochte ich nicht so gerne. Und Rudi hat so ein paar Bewegungsabläufe gehabt, die könnten wir auch wahrscheinlich gemeinsam sehen bei Dini Adler. Die haben eine andere Form, etwas Eleganteres, was gar nicht so sehr zwischen Fußball- und Handball-Torwart-Wahrnehmung unterscheiden lässt. Der zweite Punkt ist, Rudi hat in einem persönlichen Gespräch, in einem sehr angenehmen Gespräch erzählt, wie sehr er sozusagen etwas vermisst hat in seinem anderen Leben, eben die Wahrnehmung der Musik, der Ästhetik etc., der 68er Hippie-Bewegung, irgendwas zwischen Rocker, Hippie, politischer Revolutionär, und er sozusagen in einer Second-Hand etwas wahrgenommen hat. Und meine Sozialisation war eben auch so, da war irgendwie die Gitarre, die Musik, das Torwartsein, die bildende Kunst und irgendwie was Komisches, Philosophisches, wo ich damals nicht genau wusste, was ist, aber es war insgesamt, weil es war eine andere Welt. Also nicht die der Funktionalität, der reinen Ökonomisierung und der Bestimmbarkeit.
Und genau aus diesem Sinne, Daniel, freue ich mich sehr, dass Rudi es sich selbst gewünscht hat, dass ich heute zu ihm rede. Und das ist vielleicht, das ist sozusagen mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk an Rudi, das nochmal von der anderen Seite, philosophisch, kunstwissenschaftlich, als Versuch wohlgemerkt, vielleicht anders aufzuarbeiten. Ich würde es als Titel benennen, Malerei als Ausdruck innerer und äußerer Wahrnehmung, Handlung und Haltung oder Versuch, den Künstler Rudi Cargos verstehen zu lernen. Zwei Zitate zu Beginn. Das erste stammt von Ernst Bloch, dem großen deutschen Philosophen. Die Fremde wirkt ganz anders, wo sie nicht verrät und verkauft, wo sie eher aufsehen lässt, auch nicht künstlich, sondern kunsthaft wirkt, ein eigenes haben, das sich anderwärts zeigt. In solcher Verfremdung steckt zwar Befremden, auch Befremdliches durchaus, doch hier nicht unfreundlich, sondern gewollt. Das zweite Zitat ist sehr alt, im Jahr 1855, stammt von dem großen Begründer des malerischen Realismus mit weitreichenden politischen Folgen, Gustave Courmet B. Ich habe außerhalb jedes Systems und unvoreingenommen die Kunst der Alten und der Modernen studiert. Ich wollte weder die einen nachahmen noch die anderen kopieren. Mein Denken war auch nicht auf das müßige Ziel einer Kunst und der Kunst willen ausgerichtet. Nein, ich wollte ganz einfach aus der umfassenden Kenntnis der Tradition das begründete Gefühl der Unabhängigkeit meiner Individualität schöpfen. Wissen, um zu können, das war mein Gedanke. Nicht nur ein Maler, sondern auch ein Mensch zu sein. Mit einem Wort, lebendige Kunst zu machen. In diesem Sinne werden wir jetzt auf drei Etappen durch durische Landschaften und süditalienisches Palermo als reale Utopie reisen. Das wären sozusagen drei Gliederungen. Erstens die Aneignung der inneren und äußeren Gesichte und Geschichte. Dazu würde ich gerne anmerken, dass bei dieser skurrilen Hängung eine ganz große Stärke sich fällt, denn wären die Bilder nicht so, dann ist so eine, sagen wir mal, eine Kaufhaushängung, kann der Killer für einen Künstler sein, und dass die Bilder das halten, spricht für die Qualität dieser Bilder. Zweitens, Maskierung als B- und Verkleidung der Innerlichkeit als Handlung und Haltung. Und drittens, da komme ich dann auch nicht um ein Thema, um ganz umhin, die längst ausstehende Beurteilungsinversion der Künstler als Wart und Hüter psychischer Energie. In dem sehr gelungenen, jüngst erschienenen Ausstellungskatalog, am liebsten hätte ich den Titel gemalt und in der hier zu sehenden Ausstellung, begegnen wir einer genauso realen wie befremdlichen malerischen Welt. Scheinbar wiedererkennbare Raumstrukturen und Gegenstände werden von zumeist maskierten, allein erscheinenden Figuren begleitet und zwischen Vorder- und Hintergrund parallel ge- und überlagert. Diese Szenarien wirken so melancholisch real wie erlebbare Bühnenbilder, in denen sich Monologe und Dialoge als Handlungen überlagern und durchdringen. In der vom Maler gewählten, dem traditionellen Realismus seit Rembrandt und Courbet nahestehenden mittel- und dunkelfarbigen Palette erkennen wir noch in den berührendsten Szenen und Themen von Gewalt in der Außenwelt und der scheinbaren Einsamkeit in einer Innenwelt eine poetisch-dialektische Utopie gegen den alltäglichen Terror medialisierter und entfremdeter Öffentlichkeit. Das Insistieren des Malers, der seine stilistischen Orientierung zwischen Expressionismus und Realismus abstrakt und naturalistisch zugleich ins Bild setzt und handelt, zeigt uns eine Welt und Wahrnehmung parallel und gleichzeitig sich überlagernder, ab- und ausgrenzender und malerisch erweiternder und veräußerlichter Rollen. Rudi Cargos hat es einmal gesagt, Malen ist eine Sache des Erlaubens. Ich genieße diese Situation im Atelier, dagegen fallen alle anderen Tätigkeiten ab. An dieser Stelle, auch in unserem persönlichen, super angenehmen Gespräch, reflektiert er mal auf die alte, stetig begleitende Sehnsucht des Hüters zu einer anderen Realität. Anderweit in Anderland. Zitat Rudi Cargos,
schon früher wochenlang in den Himmel geschaut. Vielleicht habe ich es da auch schon ein bisschen geahnt, dass dieses Leben doch eines im Zwiespalt für mich war. Hier lassen sich zwei wesentliche Spuren für seine Konzeption von Kunst und Malen.